Hallo und so schön, dass du dabei bist und ich habe meinen Ton vergessen. Ja, wir spielen ausnahmsweise mal wieder Minecraft und wahrscheinlich auch noch Uncut, weil ich scheiße bin. Aber hey, es kommt Minecraft. Ist das nicht geil? Gib mir 1000 Likes jetzt. Nein, ich habe. Ach, egal. Naja, ist das erste Mal seit 10 Jahren, würde ich mal schätzen, dass ich wieder Minecraft spiele. Ich habe keine Ahnung, was das gerade für ein Texture Pack ist. Ist mir aber auch relativ egal. Ja. Ich habe ja bemerkt, dass. Keine Ahnung. Ich hatte gerade irgendwie Lust auf Minecraft. Deshalb spiele ich es jetzt. Mit Jump League. Ist das nicht geil? Naja. Jedenfalls bin ich richtig schön scheiße wahrscheinlich. Oh, Kiste. Kiste! Kiste! Meine Kisten können wahrscheinlich immer noch on point. Und tja, ich weiß jetzt nicht, ich habe ein bisschen so das Commentary verloren, glaube ich. Wie macht man das denn? Ich denke mal, man labert einfach irgendeine Scheiße und versucht irgendwie möglichst viel zu schaffen in der Zeit. Verdammt. Ich... Naja, auf jeden Fall ist... das war knapp. Auf jeden Fall ist Supercraft ja irgendwie auch schon wieder so ein... Es war schon immer ein Projekt, wo ich irgendwie nie was richtig gemacht habe drin. Aber dieses Mal war es halt gar nichts. Da habe ich echt gar nichts gemacht. Irgendwie habe ich nicht den Flow gefunden. Im Bauen und im Farmen. Beziehungsweise ich habe gefarmt und dann bin ich durch einen Skype-Anruf gestorben, weil ich gerade in Wasser springen wollte, von einer etwas höheren Stelle von einem Berg, weil wir ja in dem Biom High Hills oder sowas heißt es. Das ist custom generiert gewesen halt, waren. Wo sind die? Jetzt weiß ich nicht, ob die nach oben oder nach unten war. Naja. Wo ist denn die Kiste? Und ja. Ich hatte halt fast 2 Stacks Dias im Inventar. Und 5 war geil. Die waren dann weg. Und dann war ich tilted. Okay, nice. Eisenaxt haben wir. Was ist denn das für ein Texture Pack? Ich glaube, das ist das Specs. Naja. Warte mal, dann ändere ich das eben. Nehmen wir das. So. Und. Ja. Ach cool, ich muss das Ganze von vorne. Ach cool. Ja, Alter, ich hasse Jump League so hart immer noch, ne? Wo bin ich? Ach, es geht eigentlich sogar. Ich bin gerade. Das hängen anscheinend gerade ziemlich viele bei dem Modul hier. Ach komm schon. Ich kann auch verstehen, warum. Ich bin keine Gesprächsthemen, ich gebe es ganz offen zu. Über was soll ich denn reden? Vielleicht mache ich es einfach so wie früher, dass ich einfach alles quick hatte. Aber das würde jetzt übel viel Zeit kosten. Ich glaube, wir haben schon 18 Uhr oder. No, oh, 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 oh. Okay, diesmal nichts überhasten hier. Oh shit, Alter, was ist das denn? Oh, Alter, der war Posse, Bro. Nice. Wo lang muss ich? Ah, hier muss ich wirklich lang. Okay, wie weit ist das? Okay, das war, ging ja sogar. Modul 6. Noch 4 Minuten. Ach, Dreck. Noch 4 Minuten sollte klar gehen. Mal gucken, wie viel wir noch schaffen. Ach, komm schon. Ich hätte echt gerne noch einen Eisenbrustpanzer oder wenigstens eine Eisenhose. Hä? Was war denn das? Keine Facecam übrigens, weil ich bin scheiße hässlich. Nie. Ich habe jetzt irgendwie ein bisschen zu spontan sozusagen schon aufgenommen. Und der steht noch hinter mir in der Ecke. Ja. Geil. Das Modul kenne ich jetzt noch nicht so persönlich. Aber, ach man. Ich denke mal, das sollte gehen. Alter, good old Minecraft. Vielleicht auch gleich nochmal eine Runde Skywars oder sowas. Ah, alleine. Ich habe keine Freunde. Das
still no friends. Alter, dieser Witz muss doch so unglaublich alt sein mit ich habe keine Freunde, wenn man alleine spielt. Der muss doch, die müssen doch schon Generationen vor mir gemacht haben. Das glaube ich gar nicht, wie viele das sein müssten. Das müssten mindestens eine müsste es sein. Wir machen jetzt hier ich habe keine Ahnung, wie es heißt. Na egal, wir springen jetzt. Ja gut. Ich nehme die Eisenachse übrigens mit, falls ich gleich mein Schwert wegwerfen sollte. Bitte! Ja, danke. Läuft gar nicht so schlecht, oder? Ich meine, diesmal ist halt auch kein Profi dabei, der nach 4 Minuten das ganze Ding gefinisht hat. Wie es sonst immer der Fall ist. War. Mann. Das wird nochmal. Ich hasse solche Sprünge so abartig. Ich werde dann immer ungeduldig und dann falle ich noch öfter runter. Glaubst du das? Okay. Wir können so weit nach außen. Ach, geil. Alter, spring doch! Eigentlich sollte die Tastatur leiser sein, aber ich glaube, ich habe zu sehr drauf rumgehauen. Deshalb. Ja. Ja, das war die Erklärung schon. Ich hätte mich selber eigentlich so hart. Kann ich da schon ran? Was ist denn das? Was soll ich denn damit? Ja, dann kann ich die Eisenachse raus. Dann habe ich mir schon mal das Ersatzschwert, weil ich meine es wirklich. Als ob er so ein Asozialer ist. Oh Mann. Gemüse super Ente, Vetter. Aber gerade ist mein Flow wieder da. Das war aber knapp. Warte mal, hier kann ich noch so lang. Ja. Und hier muss ich jetzt von außen lang springen. Ja. So ein dreckiger Assi. Oh! Oh! Alter, der war echt knapp. Die anderen zwei waren gespielt. Aber der war echt knapp. Kriege ich noch die Kiste von Modul 9? Nö. Weil die ist irgendwo da oben. Ja gut. Dann eben nicht. Was ist denn das? Warum habe ich so Scheiße? Lol, es regnet erstmal. Ich habe gehört... Ich habe keine Angel? Dass ich keine Angel habe, das ist jetzt natürlich ein klein wenig unexpected gewesen. Oh, hallo. Er hat eine Angel. War das nicht einer, der ganz weit vorne war? Nee, ich habe nicht mal... Alter, Minecraft PvP. Oh, Alter, ich bin so gut. What's up? Ich bin gut. Man buggt zwar immer noch hardcore auf dem Server rum, aber gut. Das nehme ich jetzt mal in Kauf. Ich will eine Angel haben. Sehr, sehr... Da, der hat eine Angel. Der hat eine Angel. Was, ein Holzschwert? Warum hat der ein Holzschwert? Der war doch... Nein, du hässlicher Hodenkobold. Ich wollte nur meine Angel haben. Why hacken alle? Wer denn? Oh! Alter, wer? Es leckt überhaupt nicht auf diesem Server. Nein, überhaupt nicht. Got him, boys.
TNT, Äpfel. Noch eine Fishing Rod? Was weiß ich, Alter? Was soll ich denn mit so einem Scheiß? Okay, Alter, dass es so gut läuft, hätte ich nicht gedacht. Unter mir ist keiner. Da ist einer und links ist der mit Eisenbrustplatte. Der Holzkopf hier vor vier war auch, glaube ich, am weitesten. Also der hat die auch verdient. Und nicht einfach von, keine Ahnung, irgendeinem 2v1 bekommen. Noch. Oh, nice, Alter, der hat eine Eisenhose. Chain Leggings. Lol, der schleicht sich jetzt schon an. Okay, noch 4 Minuten, das sollte reichen. Ich habe noch 3 Leben, er aber auch. Ich habe keinen einzigen Fall. Was nicht ganz so cool ist. Er, wo ist denn er hin? Tracker sagt da. Was ist, wenn Tracker Nein sagt? Nein, er hat die letzten 2 jetzt besser gemacht. Vor allem zitter ich einfach richtig hart rum. So, da hinten ist er irgendwo. Ich werde wahrscheinlich verlieren, weil er einfach viel besseres Equipment im Verhältnis hat. Aber gut. Ich meine, dafür, dass ich First Time jetzt mal wieder das gespielt habe, ist es doch gar nicht mal so bad. Na, zum Glück greifen wir beide an. Oh, ich habe ihn sogar bekommen, Alter. Nice. 2-2. Okay, okay, okay. Jaya sagt da. Oh fuck. Der macht Damage. Der macht halt deutlich mehr Damage sogar als ich. Ich verstehe jetzt nicht ganz, wer hier gehackt hat. Nein! Ah, ich glaube, das verliere ich wirklich. Das Problem ist echt, dass ich keinen Pfeil habe und ich bin eigentlich mit. Also, Pfeil und Bogen ist eigentlich so mein stärkstes, was ich im Skill habe. Wobei halt echt, Eisenbrustplatte ist, glaube ich, ein ganzer Rüstungspunkt mehr einfach und auch deutlich bessere Resistenzwerte. Und Gold gegen. Ja, ich habe halt Chain, ne? Das ist echt. Ich meine, ich habe eine Eisenhose. Die er auch hat. Okay, er hat deutlich mehr Eisen. Er hat auch einen Eisenhelm. Was auch nochmal vor den Resistenzwerten besser ist. Dieser Server leckt überhaupt nicht, aber darum geht es nicht, sondern es hat eigentlich echt nur wieder Spaß gemacht, ein bisschen Minecraft zu spielen. Ich hoffe, es hat euch dennoch gefallen, auch wenn ihr gerade den größten Noob der Welt mal wieder beobachten durftet. Und tja, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich wie immer über eine positive Bewertung freuen. Und ich hoffe auch, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Tschüss!